Mein Name ist Annika Satting-Rath. Ich bin heute hier mit meinen Kommilitoninnen Lisa Bonn und Lina Kauderer und unserem Professor, Professor Dr. Tobias Seidel. Wir haben uns im vergangenen Semester hier an der HDM mit der Zukunftsforschung auseinandergesetzt und uns konkret die Hochschule 2035 angeschaut. Heute in dem Talk hier soll unser Schwerpunkt auf dem Trend der Connectivity liegen, sowie den Folgen, die die Digitalisierung auf unsere Hochschule und die Lehre hat. Dabei betrachten wir vor allem die räumlichen Anforderungen an unsere Hochschulen. Unsere Ressourcen sind leider limitiert in diesem Vortrag hier, deswegen können wir heute nur einen kleinen Glimpse, eine Inspiration, eine Vorschau mitgeben. Falls dennoch weitere Fragen oder Anregungen Ihrerseits da sind oder im Anschluss noch kommen, dann scheuen Sie sich nicht, das entweder in den Chat zu posten oder nach dem Vortrag auch auf uns zuzukommen. Genau. Ich würde gerne starten mit einer kleinen Introspektion und Sie mit auf diese Reise nehmen. Dafür würde ich Sie alle bitten, die jetzt gerade zuhören, sich in eine aufrechte Haltung zu begeben an Ihrem Schreibtisch oder wo auch immer Sie sind, die Füße beide auf den Boden aufzustellen, die Hände ruhig auf den Oberschenkeln abzulegen und die Augen für einen Moment zu schließen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in der Hochschule im Jahr 2035. Sie betreten das lichtdurchflutete Gebäude und sehen einen großen Glaskubus, der mitten im Haus einen Raum bildet. In blauer Schrift steht darauf Analograum. Sie müssen hier jegliche Devices am Eingang abgeben und dürfen ausschließlich analoge Dinge tun. Bekanntschaften knüpfen, händisch aktiv werden, indem Sie zum Beispiel etwas zeichnen, gemeinsam kochen, Brettspiele spielen oder Ihre Idee auf einem Flipchart sprudeln lassen. Alles ist erlaubt, solange es analog ist. Ein kleiner Mikrokosmos, gemütlich, warm und freundlich mit hellem Ambiente. Sie bewundern die vielen Pflanzen und spüren, wie sie sofort etwas ruhiger werden. In diesem Bereich finden Sie auch einen Raum der Stille, in dem Sie zur absoluten Ruhe kommen können, dank Schallschutzwänden und einer schönen Lichtinstallation. Psst, hier hört man sogar das eigene Blut durch die Ohren rauschen. Nachdem Sie voll aufgetankt haben und sich geerdet fühlen, verlassen Sie den analogen Bereich, nehmen Ihre Smart Devices wieder an sich, verlassen den Glaskubus und entdecken den Digital Space Raum. Hier finden Sie eine Lernwelt, in der Sie kollaborativ hybrid miteinander arbeiten können. Es gibt Gruppenarbeitsstationen, Einzelkabinen, Bildschirme, Leinwände, Beamer, flüssiges WLAN und vieles, was Ihr technisches Herz begehrt. Das Highlight sind für Sie jedoch die Kameras, welche automatisch Ihrer Bewegung folgen, sodass Sie auch im hybriden Kontext frei im Raum beweglich sind. Außerdem merken Sie schnell, dass hier alles Rollen hat und sich flexibel verschieben lässt, von den Tischen bis hin zu mobilen Wänden und Smartboards. Alles können Sie nach Ihrem Bedarf umbauen und kreativ nutzen. Ganz begeistert von diesen neuen Eindrücken verlassen Sie den Digital Space und beamen sich zurück in das Jahr 2020 vor Ihrem Bildschirm, an dem Sie einer Präsentation lauschen. Sie dürfen die Augen wieder öffnen und ich übergebe das Wort an unseren Professor. Wunderbar. Sie wurden also jetzt kurz mitgenommen auf so eine Reise in die Zukunft 2035. Und das haben wir im vergangenen Semester auch gemacht, dass wir uns beschäftigt haben mit dem, wie sieht die Zukunft eigentlich aus. Und nun kommen wir aus einer Schule von Zukunftsforschung, die nicht sagt, wir prognostizieren oder berechnen die eine Zukunft, sondern es geht viel mehr darum, den Fokus zu weiten und über Zukünfte nachzudenken. Das heißt, wir können Entwicklungen, Trends, die jetzt da sind, weiterdenken und können daraus verschiedene Szenarien erstellen, wie könnte die Welt und damit auch die Hochschule 2035 aussehen. Warum machen wir das? Weil diese Szenarien und dieser Blick in mögliche Zukünfte uns helfen kann, jetzt schon Impulse zu setzen, weil diese Zukünfte sind gestaltbar. Wir können uns für Pfade entscheiden und diese bewusst betreten und wir können aber auch Pfade vermeiden. Das heißt, wir können jetzt heute schon Diskussionen führen, zu Diskussionen anregen, welche Zukunft wünschen wir uns, welche halten wir für attraktiv. Wir können auch mal die Perspektive wechseln, wie Sie es gerade gemacht haben, und sich von möglichen Zukunftsszenarien überraschen und vielleicht auch überzeugen zu lassen. Und es lädt uns ein, in Alternativen zu denken und auch mal diesen einen Weg, den wir vielleicht gehen, in Frage zu stellen und zu fragen, welche alternativen Zukünfte wären denn möglich und wie könnten wir heute auf diese alternativen Zukünfte reagieren und damit umgehen. Super, jetzt ist natürlich die Frage, let's get practical, wie geht man am besten vor? Ich stelle hier ganz kurz unseren Prozessablauf vor. Das ist natürlich jetzt auch wieder alles nur einmal überrissen. Das ist ein Prozess, der kann von einem ganzen Tag bis hin zu einem halben Jahr oder länger gehen. Wenn Sie da im Anschluss noch Fragen haben, wie gesagt, melden Sie sich gerne. Beginnen
tun wir immer mit einer Recherche, mit einer Desk Research. Hier sollen Sie sich mit der Thematik vertraut machen und Signals und Trends sammeln. Hier explorieren Sie den möglichen Raum. Und ja, eine Anwendung, die dabei hilft, ist zum Beispiel die Steep-Analyse, die wir Sie vielleicht auch schon aus anderen Bereichen kennen. Anschließend öffnen Sie den Möglichkeits- oder Problemraum. Anhand Ihrer Recherche grenzen Sie das Thema nun wieder ein und bringen sich damit gedanklich einem Thema näher, das Sie im Prozess jetzt genauer beleuchten möchten. Hier ist es sinnvoll, wenn Sie eine schlüssige Leitfrage oder eine Question Zero erstellen, die Sie später wie so ein roter Faden begleitet. Dann gehen wir ins Verstehen. Um ein Thema zu vertiefen und menschzentriert auszurichten, sollten Sie eine User Research durchführen. In den meisten Fällen lohnen sich hier besonders Interviews. Sie können allerdings auch andere Techniken anwenden, wie zum Beispiel die Customer Journey oder Observation, also Beobachtung. Dann wollen wir Empathie entwickeln, Empathizing. Ihre Erkenntnisse aus der User Research arbeiten Sie anschließend so auf, dass Sie menschenzentriert agieren können und im Kern verstehen, was die Bedürfnisse Ihrer NutzerInnengruppe sind. Hierfür eignen sich besonders Empathy Maps, Personas oder auch Affinity Maps. Daran anschließend stellen Sie sich die Frage, wie komme ich jetzt von dem, was wir haben, zu dem, was ich eigentlich in Zukunft möchte? Wie ist das Ganze definiert? Hier kann es helfen, sich Methoden zu widmen, wie zum Beispiel Writing to Curves, Top Findings etc. Sie definieren einfach jetzt Ihre Zielausrichtung. Dann geht es an den eigentlich kreativen Part, an die Ideation. Jetzt verlassen wir endlich diesen Problem- und Möglichkeitsraum, der immer sehr abstrakt ist, und widmen uns konkret einer Lösungsfindung. Genau, hier eignen sich Kreativmethoden, wie zum Beispiel die Szenariotechnik, die in der Zukunftsforschung ganz viel angewandt wird. Sie können einen Idea-Workshop durchführen oder zum Beispiel Brainwriting betreiben. Hier gibt es auch noch so viel mehr. Wie gesagt, das sind alles gängige Kreativmethoden. Und ganz zum Schluss steht natürlich die Implementation an. Jetzt wollen Sie Ihr Projekt auch ja auf Schiene bringen sozusagen. Sie entwickeln Handlungsempfehlungen oder einen Prototypen, der das Ganze jetzt greifbar machen werden lässt und Ihre nächsten Schritte anleitet. Das ist unser Prozess. Wie gesagt, bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. Ansonsten übergebe ich jetzt für den Input, den thematischen, an meine Kollegin Lena Kauderer. Vielen Dank, Annika. Also im folgenden Teil möchten wir euch vorstellen, welche Veränderungen auf die Hochschulen zukommen werden. Und ich gehe jetzt nicht auf jede Phase des Prozesses ein, also nicht auf alle 7 Schritte, sondern fokussiere mich auf die Trends, die wir untersucht haben und auch die daraus abgeleiteten Anforderungen. Dazu zuerst Signals und Trends. Was ist das überhaupt? Signals, da gibt es schwächere und stärkere und sie deuten immer auf eine Veränderung hin. Ein Signal kann zum Beispiel eine kleine technologische Innovation sein, die vielleicht zunächst unbedeutend wirkt, aber dann drastisch wächst und ganze Märkte disruptieren kann, also verändern kann. Es kann aber auch ein Ereignis sein, ein verändertes menschliches Verhalten oder ein neues Gesetz. Und wo finden wir Signals? Im Endeffekt überall und massenhaft davon auch im Internet, zum Beispiel beim Scrollen durch den Newsfeed, aber auch im Alltag. Und ein Signal wäre zum Beispiel, werden zum Beispiel verschiedene Nachrichtenartikel, die wir gefunden haben, in denen darauf eingegangen wird, wie sich unser Verhalten nach der Pandemie verändert hat und dass dadurch zum Beispiel die menschlichen Grundbedürfnisse nach Nähe und Sicherheit mehr in den Vordergrund gerückt sind. Ein bisschen greifbarer als diese Signals sind die Trends. Bei einem Trend kann es sich um eine kurzfristige Erscheinung oder um einen langfristigen Wandel handeln. Trends beschreiben also unsere Zukunft, sie sind klar definierbar und beobachtbar. Wir haben uns mit dem Megatrend Connectivity beschäftigt. Connectivity, alles ist mit allem verbunden. Also es geht um die Vernetzung auf Basis digitaler Infrastrukturen. Das ist für unsere Zukunftsräume besonders wichtig. Dann die Digitalisierung, die auch zum Megatrend Connectivity gehört, ist uns wahrscheinlich allen bekannt. Analoges wird zu digital. Teil davon natürlich auch die hybride Lehre dann. Nur der Begriff Realdigitalität ist vielleicht noch ein bisschen unbekannter. Bei Realdigitalität wird real und digital nicht mehr wie bisher traditionell getrennt, sondern es geht darum, dass die beiden Dimensionen in Zukunft zusammenspielen werden.
Diese Bewegung lenkt also den Fokus auf die Ausbalancierung von digital und analog und somit auch auf die Wichtigkeit menschlicher Bedürfnisse und der sozialen Ebene. Die steht hier eben im Mittelpunkt, vor allem eben auch bei der Entwicklung von neuen Technologien. Und die hybride Lehre, die wir ja in den letzten 2 Jahren viele von uns deutlich spüren konnten und auch jetzt heute mehr oder weniger in Action erleben, kennen wir ja auch schon. Und es war die größte Umstellung eigentlich so in den letzten Jahren für die Lehre und wird uns auch weiterhin noch begleiten. Wir werden in unserer Kommunikation immer weiter digital vernetzt sein, auch wenn vielleicht kritische Stimmen noch sagen, dass es eher eine Übergangslösung ist. Gibt es auch andere Stimmen, wie zum Beispiel hier haben wir euch eine Umfrage vom Hochschulbarometer mitgebracht. Da meinen Hochschulleitungen, dass 37% der Vorlesungen auch nach der Corona-Pandemie noch digital gehalten werden könnten oder sollen. Herausforderungen sehen Sie dann eher in der digitalen Ausstattung der Hörsälen sowie in der Entwicklung von diesen Video- und Streaming-Infrastrukturen. Also Connectivity. Die vernetzte Gesellschaft verändert unser Leben und Arbeiten, unsere Lebensstile und Verhaltensmuster. Welche neuen Anforderungen und Erwartungen an die Hochschulen entstehen also durch diese Veränderung? Dazu haben wir euch ein Zitat vom Zukunftsinstitut mitgebracht. Dort heißt es, wir brauchen ein ganzheitlich systematisches Verständnis des digitalen Wandels, denn der Megatrend Connectivity verdeutlicht, dass es beim digitalen Wandel auch um soziale und um kulturelle Aspekte geht, nicht nur um die technologischen Fortschritte. Also die Anforderungen an die Räume der Zukunft gliedern sich also in die menschlichen, in die psychologischen Bedürfnisse als auch in die technologische Infrastruktur. Um die psychologischen Bedürfnisse zu erfüllen, brauchen wir Räumlichkeiten, die es erlauben, Nähe aufzubauen, aber auch Räumlichkeiten, die es uns erlauben, uns ab und zu von dieser digitalen Welt abzuschalten. Für die technologische Infrastruktur brauchen wir diese technologische Ausstattung, die es uns ermöglicht, optimal diese hybride Lehrmodelle eben zu etablieren. Wir befinden uns in diesem Spannungsfeld zwischen analog und digital. So, aber was bedeutet das jetzt eigentlich und welche Auswirkungen hat das auf die Hochschule? Es ist insgesamt so, dass die Hochschule oder die Digitalisierung eine grundlegende Balance innerhalb dieser zwei gegenteiligen Welten fordert. Und deshalb geht es vor allem darum, neue soziale Räume, die zum Miteinander einladen, zu schaffen. Und mindestens genauso wichtig sind auch Kreativ- und Erholungsräume, die als Rückzugsorte dafür dienen, um auch die digitale Welt nicht unbedingt immer reinzulassen. Die ideale Gestaltung dieser Räume empfiehlt sich dadurch, indem Wissen von Expertinnen in den Bereichen Pädagogik und Innenarchitektur mit einzubeziehen, da sie die psychologischen Bedürfnisse der Menschen angemessen erfüllen können. Und das hat einfach enorme Einflüsse auf unser Verhalten, unsere Arbeitsweise und unsere Zufriedenheit und wird die Zukunft der Hochschule insgesamt sehr stark prägen. Genau, und welche Räume wir da konkret herausfiltern konnten und gestaltet haben und konzeptioniert haben, sehen wir jetzt hier. Wir beginnen mit unseren Smart Work Räumen, die die Frage beantworten, wie die Tür für unterschiedliche Formen von digitalen Lehr- und Lernangeboten geöffnet werden kann. Und in welchen Dimensionen sich diese Räume befinden oder sich einordnen lassen, können wir hier sehen. Die Einzelarbeitsräume sind vor allem dafür gedacht, das alleinige Lernen durchführen zu können und sind auch deshalb eher in der digitalen Welt angesiedelt. Das sind einfach Orte innerhalb der Hochschule, die die Teilnahme an digitalen Lehrveranstaltungen ermöglichen oder eben die digitale Aufgabenerledigung. Die Gruppenarbeitsräume hingegen sind für das gemeinsame soziale Lernen, egal ob analog oder digital. Deshalb befinden sich diese auch eher in der hybriden Dimension. Und Gruppenmitglieder können deshalb komplett vor Ort, digital oder auch gemischt zusammenstoßen. Jetzt schnuppern wir mal gemeinsam in diese Arbeitsräume hinein. Wie können sie denn aussehen? Also die Einzelarbeitsräume sind insgesamt sehr praktisch aufgebaut und technisch gut ausgestattet. Sie enthalten wichtige Komponenten für die virtuelle Teilnahme an Lehrveranstaltungen.
Und die Möblierung in den Einzelarbeitsräumen ist auch besonders auf ergonomische Aspekte ausgerichtet. So verfügen diese über höhenverstellbare Tische und haltungsfördernde Sitzgelegenheiten. Die Gruppenarbeitsräume hingegen sind mit runden Tischen und flexiblen Sitzgelegenheiten mehr auf eine dynamische Arbeitsweise ausgelegt. Hier sind neben der technischen Ausstattung auch Flipcharts oder Whiteboards für gemeinsame Projektarbeiten und kreative Phasen aufzufinden. Unser zweites Raumkonzept ist der Get-Together-Raum. Der zeigt, wie die Hochschule Orte für den sozialen Austausch und die soziale Entwicklung gestalten kann. Hier geht es vor allem um die Gemeinschaft und das Zusammenkommen mehrerer Menschen. Vorgesehen ist hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, das analoge Zusammenkommen. Und die Get-Together-Räume oder die sozialen Räume befinden sich zwischen den Arbeits- und Lernräumen, um durch das Austreten aus diesen Räumen eine kognitive Distanz zu schaffen. Das fördert einfach die Erholung und das Nehmen bewusster Pausenzeiten. Die Organisation der Raumelemente sowie die Aufteilung ist so vorgesehen, dass möglichst schnell und eigenständig, je nach Bedarf, neue innere Raumstrukturen geschaffen werden können. Deshalb sind auch diese Räume eher flexibel aufgebaut. Sie haben viele Grundformen, die sich wiederfinden lassen, wie zum Beispiel Kreise oder Rechtecke in Form von Sitzgelegenheiten und Tischen. Die Farbgebung ist eher lebendig, frisch und vielfältig, weshalb sich energievolle Farben wie Orange, saftiges Grün oder Gelb anbieten. Sie laden auch zu gemeinsamen Aktivitäten ein, durch zum Beispiel Tischkicker oder Spieleregale, und fördern dadurch einen gemeinsamen analogen Zeitvertreib in den Pausen oder im Anschluss an die Lehrveranstaltungen. Dann zuletzt unser Disconnect-Raum. Dieser veranschaulicht, wie sich jeder bewusst dafür entscheiden kann, sich eine Zeit lang von der digitalen Welt zu verschließen und neue Energie zu tanken. Deshalb sind diese Räume auch auf die analoge Dimension begrenzt und auch eher an Einzelpersonen gerichtet, die sich eine kleine Auszeit gönnen möchten. Wie die Arbeitsorte sollten auch die Disconnect-Räume über ein Raummanagementsystem buchbar sein oder zumindest über eine Anzeige verfügen, ob diese Räume gerade frei oder belegt sind. Das ist einfach deshalb wichtig, damit die Personen oder die Studierenden, die sich gerade dort aufhalten, auch wirklich abschalten können und dabei nicht unterbrochen werden. Die Inneneinrichtung ist im Vergleich zu den anderen Orten eher minimalistisch gehalten, dass jegliche Ablenkungsmöglichkeiten einfach vermieden oder reduziert werden. Und hier bieten sich deshalb vor allem ruhige, gedeckte Farben an, wie zum Beispiel beige, hellblau oder jadegrün. Und auch auf die technische Ausstattung wird deshalb weitestgehend verzichtet. Es sind maximal Geräte oder Systeme für Musik, Klänge oder Gerüche vorgesehen. Und das Besondere an diesen Disconnect-Räumen ist, dass genau deshalb auch Smartphones oder Laptops eher unerwünscht sind. Diese sollten für die Verweildauer in den Schließfächern außerhalb aufbewahrt werden. Sitz- und Meditationskissen, Lounge-Sofas oder Yogamatten laden auch zum Entspannen und Abschalten ein. Einfach mal zur Ruhe kommen und sich disconnecten. So, zum Schluss möchten wir jetzt an Sie alle appellieren und Sie mit einer Frage in Ihre eigene Lebensrealität entlassen wollen wir Sie nicht. Und zwar mit der Frage, welche Räume möchten Sie an Ihrer Hochschule verändern? Denken Sie da gerne in Ruhe drüber nach, nehmen Sie die Frage in Ihren Alltag mit, nehmen Sie die Inspiration aus diesem Vortrag mit und lassen Sie uns gerne auch nach der Veranstaltung, wenn Sie mögen, noch an Ihren Gedanken oder sogar Ergebnissen teilhaben. Genau, wir haben hier auch unsere Kontaktdaten verlinkt, weil sicherlich im Nachgang noch etwas in Ihnen weiterarbeitet. Und falls da noch mal eine Frage aufkommt oder Ähnliches, scheuen Sie sich bitte, bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns über jegliche Anregung oder Frage.
Genau. Jetzt haben wir hier im Anschluss noch, wenn ich das richtig sehe, 7, 8 Minuten Zeit, 6 Minuten für eine Fragerunde. Also falls sich jetzt schon Fragen ergeben haben, genau, melden Sie sich gerne. Ich sehe, im Chat hat sich schon ein bisschen was angesammelt. Die Folien werden im Anschluss geteilt. Hier auf der Homepage, wenn ich das richtig weiß, kann man die noch einsehen. Man kann auch den ganzen Talk nochmal auf YouTube nachhören. Und bei Interesse an dem Methodenkoffer, beziehungsweise an der Prozesstechnik, schreiben Sie uns am allerbesten eine E-Mail. Dann können wir das in Ruhe nachverfolgen, wer Interesse hatte und Ihnen da was zukommen lassen. Das wäre sehr praktisch, wenn Sie uns da genau eine E-Mail schreiben. Und die E-Mail-Adresse steht hier auf der Folie. Sehen Sie unter unseren Namen. An wen Sie mögen. Wir sind alle ein Team und tauschen uns untereinander aus. Genau, an alle. Und Disconnect ist ein neues Wort für Ruheraum. Ja, das ist möglich. Es wird ja alles immer eingeenglischt. Ist aber vielleicht auch Auslegungssache. Also Disconnect-Raum muss ja nicht zwingend was mit Ruhe zu tun haben. Das war jetzt unsere Auslegung dieser Sache. Wir finden, Disconnect hat was mit Ruhe zu tun. Das ist vielleicht aber nicht jedermanns Verständnis. So. Oh, jetzt kommt hier einiges zusammen. André Klostermann, ich befürchte, dass diese Konzepte dazu führen, dass Arbeits- und Familienfreizeit noch enger zusammenrücken. Ist das gut? Möchte hier in dem Raum jemand was dazu sagen? Herr Seidel? Im Zweifel wird es immer an mich abgeschoben. Also ich glaube, Ja. die Herausforderung, die wir zukünftig haben, ist sehr stark, dieses Konzept Work-Life-Balance nochmal näher zu definieren. Ich glaube, bei Studierenden haben wir jetzt schon immer die Herausforderung, dass Work-Life-Balance eine Problematik ist, weil zu Hause meistens der gleiche Raum der Arbeits- und der Ruheraum ist. Und das ist durch Corona noch stärker geworden, durch hybride Konzepte, wo ich noch stärker auf diesen einen Raum oder die gleichen Räume konzentriert war. Und ich glaube, hier sind wir als Hochschulen auch in der Verantwortung, eben eine Vielfalt an Aufenthaltsmöglichkeiten und Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass so eine Trennung zwischen dem, was mache ich an der Hochschule, was mache ich für mein Studium und dem, was mache ich zu Hause, wie kann ich zu Hause abschalten, überhaupt wieder möglich wird. Und ich glaube, da wir eben über ganz neue oder veränderte Lernszenarien nachdenken, müssen wir auch nachdenken, wie können wir die richtige Infrastruktur zur Verfügung stellen, weil sonst eben noch mehr Arbeitskontext in den Privatbereich der Studierenden verlagert wird. Und ich würde dazu auch noch sagen, es kommt sehr darauf an, wie man die Räumlichkeiten dann nutzt. Weil wenn man zum Beispiel sowieso 5 Stunden an der Universität ist, um zu lernen, dann ist es halt sehr cool, wenn man einfach auch mal 5 Minuten in diesen Disconnect-Raum gehen kann, der dann nicht nur was mit Ruhe zu tun hat, sondern einfach auch nur mal mit keinem Bildschirm und ja, sich echt vielleicht mal 5 Minuten auf den Boden legen, wenn man es vielleicht in der Bibliothek nicht machen würde. Also ich denke, das kommt echt drauf an, wie man es nutzt. Und wenn man dann eben in der Bibliothek kann man ja auch mit seinen Kommilitonen sprechen, aber dass man dann rausgeht und dann diesen Get-Together-Raum und dann halt auch wirklich bewusst sich die Zeit dafür nimmt und nicht 10 Sachen gleichzeitig macht, sondern weiß, welcher Raum für welche Tätigkeit eben geschaffen ist. Danke, Lena. Was ich hier gerade noch gesehen, Hans-Gerd fragt, welche Gruppengröße ist für die der Räume optimal? Das ist eine gute Frage. Darauf haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht festgelegt, nicht beschränkt, nicht näher spezifiziert. Ich würde sagen, unsere Raumkonzepte sind so wandelbar, dass man sie für verschiedene große Gruppen auch durchaus nochmal neu definieren kann. Das weiß ich jetzt ehrlich, also muss ich zugeben, würde mich überfordern. Ich bin keine Innenarchitektin oder Pädagogin in dem Sinne. Katrin Brünner fragt, wie bekommen KollegInnen an einer Verwaltungshochschule dazu, sich neuen Raumkonzepten zu beschäftigen, sich mit neuen Raumkonzepten zu beschäftigen? Herr Seidel, das ist eine Frage für Sie, KollegInnen. Naja, also ich glaube, das sind verschiedene Dimensionen. Ich glaube, das Einfachste wäre mal anzufangen an der Lebens- und Arbeitsrealität der wirklich Kolleginnen und Kollegen. Wir sind hier an der HDM auch noch nicht 2035, aber zum Beispiel haben wir hier auch einzelne Bereiche, auch in den Studiengängen, wo ich tätig bin, wo wir selber in Großraumbüros arbeiten, die auch eigene zonierte Bereiche haben, weil wir eben auch darüber nachgedacht haben, was müssen wir eigentlich tun, um sinnvoll arbeiten zu können. Also das wäre, glaube ich, das eine, das mal anzuregen, was würde ich denn an meiner eigenen Lebens- und Arbeitswelt verändern? Und dann eben auch nochmal zu sensibilisieren, dass wir ja im Studium in Formaten immer wieder innovieren und die Frage dann ist, welche Räumlichkeiten brauchen wir dazu, um das sinnvoll machen zu können?
Und gerade wenn wir über hybride oder auch digitale Szenarien nachdenken, ist es, glaube ich, auch unsere Verantwortung zu fragen, wie können wir die auch von einer Hochschule, vom Hochschulstandort aus machbar und auch teilnehmbar machen. Super, Katrin, hier meldet sich auch Christine Schödel. Sie arbeitet an einer Verwaltungshochschule und Sie können sich gerne vernetzen. Das finde ich ein super Angebot. Danke, dass hier Vernetzung stattfindet in unserem Vortrag. Das ist ehrbar. Judith Penning, seid ihr bzw. ein Teil von euch für einen Workshop buchbar? An der Uni Oldenburg wird gerade ein zentrales Learning Lab geplant. Eure Ideen konkretisieren unsere ersten Ahnungen. Wir schreiben euch mal an. Vielen Dank für euren Vortrag und den vorgestellten Methodenkoffer. Also kann ich jetzt per se so aus dem Stegreif nicht sagen, aber ich hätte Bock drauf. Herr Seidel, machen Sie uns das möglich? Können wir das machen? Super. Alles klar. Ja, Oldenburg ist, glaube ich, eine Reise wert. Können wir machen. Katrin Brünner, ich versuche es mit der Lebens- und Arbeitswelt. Wunderbar. Super. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Anregungen? Genau. Ansonsten, wie gesagt, dürfen Sie sich gerne per Mail melden. Sowas arbeitet ja durchaus immer noch ein bisschen im Nachgang. Lassen Sie sich da ruhig die Zeit, lassen Sie sich inspirieren. Schauen Sie auch gerne nochmal auf der Website die Folien durch. Und wie gesagt, wir sind offen für Fragen, Anregungen jeglicher Art. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie dabei waren und zugehört haben, dass Sie tapfer durchgehalten haben. Und hoffentlich sieht man sich irgendwo an anderer Stelle einmal wieder. Bis dann! Oh, Entschuldigung, jetzt kam noch eine Frage. Ist eine Welt mit freier Software statt privater Software möglich? Ja, ich verstehe die Frage zugegeben nicht ganz. Wie ist das gemeint? Freie Software statt private Software? Die TeilnehmerInnen können hier nichts sagen, oder? Kann sich hier wahrscheinlich nicht entmuten als Teilnehmer. Statt Zoom zum Beispiel. Ah, statt Zoom. Das war auch eine unserer. Ich gebe mal das Mikrofon weiter. Meine Kollegin, die wird was dazu sagen. Genau, also das war auch so ein weitergehendes Konzept von uns, dass in Zukunft Hochschulen daran arbeiten, auch möglicherweise eigene Plattformen zu erstellen für die hybride Lehre. Das ist auf jeden Fall ein Zukunftsgedanke, aber man muss auch bedenken, dass es oft mit großem Aufwand verbunden ist und deshalb muss das immer abgewägt werden von Hochschule zu Hochschule, ob das auch im machbaren Bereich. Wir hören euch jetzt gerade nicht mehr. Versucht vielleicht einmal noch zu aktivieren, vielleicht auch bei der Fernbedienung. Frau Bonfrat, wir haben Sie jetzt nicht mehr gehört. Ich glaube, ist Ihre Verbindung weg oder sind Sie noch da? Genau, ich glaube, es ist nur die Mikrofonverbindung. Also Sie können vielleicht die restliche Antwort noch in den Chat schreiben, wenn das möglich ist. Dann würde ich nämlich auch mit Blick auf die Zeit Ihnen allen ganz herzlich danken für Ihr Interesse, für die Fragen, vor allem aber den SpeakerInnen auch für den interessanten Vortrag. Und wie gesagt, alles Weitere, auch die Aufzeichnung finden Sie dann hinterher noch auf der Plattform. Und in Kontakt treten können Sie auch jetzt tagsüber noch mit den SpeakerInnen über den Plauderbereich, dass Sie die auch direkt anschreiben können noch. Super. Und damit viel Spaß beim weiteren Programm und Sie werden gleich alle zurück in die Lobby geschickt, um sich für die nächsten Programmpunkte zu entscheiden. Bis dahin. Tschüss.